kurz. Ja, super. Es geht weiter. Super, dass ihr alle gekommen seid. Und wir haben heute eine super Runde direkt in der Innenstadt durch die, also praktisch Pfeifergasse gehen wir und Kapitelgasse, Domplatz. Und dann gehen wir bei der Getreidegasse wieder zurück über den alten Markt daher. Also mittendrin sind wir heute. Und dann machen wir, vielleicht machen wir zwischendurch Pause, kurze Reden und so. Und dann gehen wir wieder weiter, schauen wir, wie es läuft. Und jetzt hätten wir noch ein bisschen organisatorisch, nämlich wenn man da vielleicht das Transparent vorne, wenn man da ein bisschen abwechseln kann, dass das jemand von euch nehmen könnte. Und dann zwei Ordner, wenn sich jemand meldet, ein Ordner, der wäre nur zuständig, dass wir irgendwie ein bisschen zusammenbleiben. Dass derjenige einfach schaut, dass wir zusammenbleiben, dass wir nicht zu viel auseinander. Ja, super. Wir reden eh noch viel und so. Jetzt gehen wir miteinander. Es sind die Trommler dabei. Das wird jetzt super genial. Danke vielmals. Der Matthias kommt. Hallo, grüß euch. Ohne Megafon heute. Du musst lauter reden. Ja, ein bisschen lauter, ja, genau. Also, ich freue mich, dass ihr wieder alle hier seid. Die Woche für Woche wirklich regelmäßig immer kommen. Ihr tragt das Ganze, das muss man wirklich auch sagen. Ich hatte heute um Mittag ein Erlebnis, da war das Anton Wallner Schützenfest, Treffen oder was auch immer, das war eine Veranstaltung und da hat der Herr Haslau und der Hasi hat da eine Ansprache gehalten und hat er gesagt, er unter anderem, er bedauert das sehr, dass nur 27% der Jugendlichen mit der Waffe unsere Heimat verteidigen, hat er gesagt. Und da ist es mir schon richtig übel aufgekommen, was ist jetzt ein Verteidigungskrieg? Wir führen ja schon seit 20 Jahren nur mehr Verteidigungskriege einfach. Ist der Verteidigungskrieg, wo fängt er an? Wird das auf der Krim ausgetragen oder wo ist das eigentlich? Ich weiß nur. Auch ja, wir führen und nur Frieden und nur mehr Friedenseinsätze und nur Krieg für den Frieden einfach. Es gibt nur mehr Krieg für den Frieden einfach. Panzer für den Frieden. Genau, Panzer für den Frieden. Wir schicken jetzt 100 Millionen Euro nach die EU und da werden Waffen gekauft einfach. Das ist überhaupt unvereinbar mit unserer Kraft. Wenn das humanitäre Sachen, wir müssen es ja verstehen, aber da werden Waffen gekauft eigentlich. Genau. Und da gibt es diesen wunderbaren Satz einfach, wie er gesagt hat, Krieg für den Frieden ist wie fucking for virginity. Und das ist genau das, ist genau das eigentlich, genau. Ja. Und das war's eigentlich. Hast du schön gesagt. Ja, ja, genau. Und unter dem Zelensky. Wenn wir im Frieden einfach. Genau. Das war der, wo der Sicherheitskonferenz, wo er den Macron so umarmt hat. Genau. Das hat er klar gesagt. Wir Europäer befinden sich im Krieg mit Russland und mit Putin, hat er gesagt einfach. Also erstens mal habe ich gehört, dass die Eurasische Platte, da gehört Russland auch noch dazu irgendwie. Das sind auch noch Europa irgendwie. Okay. Bis zum Ural. Bis zum Ural. Habe ich in der Schule gelernt. Und ich verbiete mir, ich bin auch Europäer, Österreicher, dass er in meinem Namen, ich befinde mich nicht im Krieg mit Putin und wir auch nicht eigentlich. Richtig. Das ist richtig, genau. 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 Ich glaube, sie wollen uns auf einen Krieg jetzt einsperren. Und da müssen wir klare Kante sagen, richtig. Nein, nicht mit uns! Ich möchte noch Valentinus danken, dass er sich so engagiert hat und dass das eben so eigentlich fast lückenlos weitergeht. Vielen Dank, Valentinus, im Namen von allen. Ja, hallo Salzburg, danke. Hallo vertrotteltes, korruptes Österreich. Es ist sehr schön, dass wir es geschafft haben, auch ohne Salzburg wacht auf in beinahe gleicher Truppenstärke, um im Militärsprech zu bleiben, heute wieder spazieren zu gehen. Ich möchte diese Zeit nutzen, um zum einen zu erklären, ich stehe hier mit der Sonnenbrille, weil ich immer noch in der Nacht arbeite. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun. Und das Zweite ist, ich gebe auch gleich zu, die meisten, die Romans Videos gesehen haben, werden wissen, um was es geht. Ich stehe hier nicht im Auftrag einer Generaldirektion. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass inzwischen Volodymyr Zelensky, also der ukrainische Präsident, zwei Leasing-Tochtergesellschaften der österreichischen Raiffeisengruppe eingezogen hat und mit diesem Geld seinen Verteidigungskrieg finanzieren möchte. Das ist sozusagen die Dankbarkeit, die dieser ukrainische Kriegstreiber
dafür zeigt, dass wir 80.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, 200.000 Liter Diesel an die Ukraine geschenkt haben und bis zum heutigen Tag weit mehr als 80 Millionen des österreichischen Steuergelds für den Wiederaufbau in die Ukraine geschickt haben. Jetzt nimmt man einem vermeintlich neutralen Land auch noch das Geld weg. Das soll aber gar nicht der einzige Punkt sein. Viel wichtiger ist mir, wir gehen regelmäßig spazieren. Wie viel es bringt, sei dahingestellt. Wir haben mit größerer Truppenstärke gezeigt, dass man der Impfpflicht die Zähne zeigen kann. Wir haben gezeigt, dass wir da souverän sind. Und inzwischen haben wir es sogar geschafft, dass man uns ohne Polizei spazieren lässt, weil man die offensichtlich inzwischen braucht, um die Grenze zu schützen, Dämmerungseinbrüche aufzuklären oder vielleicht in irgendeiner Form, also nicht, andere kriminelle Akte zu versehen. Also inzwischen können wir als freie Bürger scheinbar frei spazieren. Und weil wir freie Bürger sind, möchte ich die Chance nutzen und für einen, der heute mit uns hier spaziert, ein paar Worte sagen. Mit uns spaziert heute, er steht da hinten ganz unscheinbar und bescheiden, wie sich das für einen Volksvertreter gehört. Mit uns spaziert heute der Herr Magister Dr. Gerhard Böttler von Wir sind Salzburg. Damit zeigt er nicht nur Volksnähe, sondern er zeigt auch, dass ihm die Sache ein Anliegen ist. Und ich spreche deswegen am Anfang der Kundgebung, weil am Ende wieder viele nach Hause gehen. Ich habe Unterstützungserklärungsformulare für Wir sind Salzburg mit. Die müssen noch zahlreich unterstützt werden, damit sie bei der nächsten Wahl auch antreten können. Ob ihr diese Partei dann wählt, ist euch nach freiem Wissen und Gewissen überlassen. Aber ich denke mir, dass es in einem Bundesland wie Salzburg, wo der Landeshauptmann einst gesagt hat, dass Menschen, die nicht dem G-Regime entsprechen, dann gefälligst nicht einkaufen gehen dürfen und der sich als Aktionär der Salzburg AG an der Teuerung bereichert und jetzt im Wahlkampf aber so tut, als wäre er volksnah, dem sollte man einen Gegenpol bieten. Und ich glaube, dass Salzburg macht auch diesen Gegenpol bietet. Deswegen bitte zu mir kommen, wer es noch nicht erledigt hat, sich eine Unterstützungserklärung holen und damit die Rechten und Pflichten eines Bürgers erfüllen, weil Steuern zahlen tut ihr genug. Ist jetzt an der Zeit, dass ihr dafür auch eine Vertretung bekommt, die nicht 104 PR-Berater braucht, um den schlechtesten Beliebtheitswert aller Zeiten zu haben und um einen Kanzler zu stellen, der nicht durch Volksentscheid an der Macht ist. Dankeschön! Ich nicht in Salzburg sein bei dieser Demo, die ich immer mache, sondern in München. Sehr gut. Ja, wie schon ihr jetzt bei den Rednern erfahren habt, Salzburg wacht auf, hat jetzt diese Demonstrationen, die sonntags abgehalten werden, storniert. Ja, wahrscheinlich sind sie überfordert, wollen nicht mehr, egal. Wir bleiben ebenfalls da, ihr seht's, auch wenn ein Teil einer Bewegung von der Organisation wegbricht, sind noch genügend Stützpfeiler vorhanden, dass es nicht abbricht. Ja, weniger sind wir deswegen an der Anteilnahmezahl nicht geworden. Mehr konnten es dennoch werden. Wäre wünschenswert. Jetzt probieren wir wieder mal eine Route aus, die wir schon lange nicht mehr gegangen sind. Und somit viel Spaß bei den Eindrücken des heutigen Sonntags. Mitte Februar 2023. We'll be right back.
Jetzt habe ich so schön erklärt, dass es da um die Unterstützungserklärungen geht. Ich glaube, das hat wieder keiner verstanden. Ja, aber die Anwesenden hier, die werden jetzt wirklich wohl schon alle unterschrieben haben. Ah, immer dieser Zweckoptimismus bei den Aluhüten, bei den Schwurblern, bei den Bildungsfernen. Irgendwie muss man den Wahnsinn ertragen. Ja, so gesagt. Margarete kommt halt auch fleißig mit. So, jetzt befinden wir uns vor dem Chiemseehof. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir ein paar Regen schwingen werden, oder? Wenn die Trommler ruhig werden, werden die Münder laut. Alles egal. Ach ja, weil ja da die barmherzigen Brüder auch in der Nähe sind beim Chiemseehof, also ein Krankenhaus. Da hört man natürlich auch zum Trommeln auf. Alles klar. Ja, das Landesverwaltungsgericht gegenüber das Bezirksgericht. Da kann man dann wieder etwas mehr Schmackes mit den Trommeln machen. Nur am Sonntag ist halt keiner in den Gebäuden drinnen. Da braucht man halt auch keine Hoffnungen machen. Wobei Hoffnungen, ihr kennt es eh, die stirbt. Und zwar am Schluss.
Valentinus ist heute wieder mit seinem Livestream in Action. Wie viele Zuschauer haben wir denn? Sechste du das da irgendwo? Ja, achte. Wow! Aber die Zahl der unendlichen Bewegung. So ist es, Unendlichkeit. Es sind immer viel mehr. Oder zuschauen, wir haben da extrem viel. Nicht mehr so 300. Lokal zu vermieten ist. Was ist zum Vermieten? Ich sag, du hältst eh fest, dass auch da wieder ein Geschäftslokal zu vermieten ist. Da schau her. Gibt es ein paar in Salzburg mittlerweile, ja? Deswegen weise ich ja darauf hin. Ja? Da können wir aber Flüchtlinge unterbringen, ja? Ja, oder wir können da in die Waffenproduktion einsteigen. Ja? Na ja, dann knobeln wir uns noch die bestmögliche Idee aus. So, das ist zum Beispiel das Hotel, wo der Herr Kurz, unser Bastian, untergekommen ist. Da haben wir ihm einen wärmsten, warmen Empfang geboten. Ich verlinke euch einmal die zwei Videos drunter. Da hat er dafür gesorgt, dass der Mike Vogel von Ö24 mit Handschellen abgeführt wurde, als er seine Pressearbeit tätigte. Da ist er da mit einem Haslauer in den Stickelkeller aufgefahren, nachdem sie Vogel inhaftiert haben, und haben ein Bierchen geschlürft. Mittlerweile kündigen sie das jetzt nicht mehr an, wenn hohe Politiker nach Salzburg kommen. Selbst wenn die Parteien, die in intern regional in Salzburg stationiert sind, mal einen Ball eröffnen, geben sie das auch nicht mehr bekannt, weil sie einfach Angst haben, dass Menschen kommen, die einen warmen, herzlichen Empfang bereiten. Wie die zum Beispiel. Thank you.
nachdem ihr jetzt inzwischen sogar vom Maskenverpflichtung in Deutschland zum Maskenverbot übergegangen worden ist für Taxifahrer und selbst der Klabauterbach Kale zurückrudert, hat er gedacht, nur mal aufgehört. Weil wir vorher bei der Kriegstreiberei waren. Super. Ah ja, und der Polizei braucht man halt anscheinend auch keine. So wahrscheinlich wie in Hallein, da wird auch schon seit mehreren Wochen ohne Polizeibegleitung oder Schutz oder wie auch immer man das ansehen macht in den letzten 3 Jahren. Zumindest sind die nicht mehr dabei. Du, da musst du mal kurz reden. Da drinnen am Platz, direkt drin. Am Brunnen. Ja, thank you.
Freunde, kurze Pause. Es sind schon ein paar so Fragen gekommen. Was haben dann die Trommler mit dem Frieden zum tun? Diese Fragen haben sich die Leute auch schon gestellt, was die Trommeln mit dem Frieden zum tun haben. Nun, die Trommeln sind da zum Aufwecken, zum Aufwecken. Und die Trommeln sind schon seit 3 Jahren da zum Aufwecken. Aufwecken von dieser tiefen Manipulation von 2.000-3.000 Typen, die jetzt aus dieser Erde ein menschenunwürdiges Leben hier erzeugen wollen. Nur für sich alles einhamsen. Und zudem sind diese Trommeln da zum Aufwecken. Das Zweite, die Trommeln erinnern jetzt gerade daran, jeder einzelne Trommelschlag erinnert daran, an die Maschinengewehre, an die Kanonen, an die Raketen, die jetzt gerade da unten in der Ukraine runtergehen, von beiden Seiten. Und sie erinnern auch daran, dass dieser Krieg nie notwendig gewesen wäre. Die Russen haben die ganze Zeit versucht, Neutralität zu schaffen. Und jeder, der nur ein bisschen schaut, der wird sehen, dass das Ganze eine Kriegstreiberei vor allem von Amerika und von Europa war. Und sie schmettern jetzt Geld rein ohne Ende. Und ihr müsst auch wissen, das ist untergegangen. 102 Millionen Euro haben die Österreicher an die EU gespendet. Jeder weiß, wo das Geld hingeht, die 102 Millionen Euro. In Raketen, in Vernichtung. Jeder muss das wissen, wo die Sanktionen mitträgt. Er muss wissen, er ist für den Krieg mitverantwortlich. Und jetzt wäre die Chance gewesen. Und sie ist immer noch. Stellt euch vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Und jeder, der die Sanktionen mitträgt, der geht hin zum Krieg. Der Machtkrieg, ihr müsst es wissen. So schaut's aus. Man muss nicht teilhaben daran, aber es genügt schon, wenn man den Krieg mitfinanziert, auch durch seinen persönlichen Einsatz. Bitte geht hin, ihr müsst nicht bei uns mitgehen, aber geht zu diesen Typen, wo an der Regierung sagt, wir machen da nicht mehr mit. Versteht ihr? So, und das Nächste, wenn wir schon gerade da sind, da müsst ihr auch noch was sagen. Der Borolio, genannt der Papst, der Tempel, diese Tempel stehen da. Sie haben den Menschen seit 2000 Jahren, haben sie den Menschen entfremdet von ihrem Erbe, von ihrem Sein. Seit 2000 Jahren haben sie irgendeinen Gott dahergetan, nur damit sie es Geschäft machen. Und dieser Borolio, dieser Friedenspapst, was macht er? Was war zu den Zeiten, wo es wegen den Impfungen gegangen ist? Was war da? Es ist ein Akt der Nächstenliebe, wenn man sich die Spritze reinhaut. Dieser Borolio hat die ungeimpften Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, ausgesperrt. Sie durften nicht hinkommen. Jetzt chattet er überall rum und redet vom Frieden. Es ist die nächste Petition, fordern vom Borolio und seiner Mannschaft 70% des Vermögens dieser Tempels, dieser Kirche, dieser sogenannte, und er soll dieses Geld sofort in die Instandsetzung dieser Welt setzen. Kein Kind darf mehr hungern. Alle Kinder müssen zum Essen kriegen. Jeder Mensch auf der Welt muss versorgt werden. Genau. 70% nicht nur des Barvermögens, sondern der ganzen Immobilien, wo er hat. Genau da. Dieser Tempel, der wurde errichtet, nicht, dass sie da Geschäft machen, sondern dieser Tempel wurde errichtet durch den menschlichen Geist. Und er ist für uns da zum Reingehen, zum Ruhe finden. Und da gibt's keinen Mittler und da gibt's keinen Gott. Der Gott, das Sein,
das ist uns jeder bei uns, falls gerade aus den Augen schauen. Wir schauen uns an und wir sind zusammen. Und da ist die Einheit. Und da sind wir zusammen. Und das ist ganz wichtig, diese Einheit zu spüren. Und das spüren wir da alle miteinander. Und das ist wunderbar. Danke. Gute Rede. Der Valentinus hat ja schon ein bisschen erklärt, wie das mit den Tempelhändlern ist, ja, dem Bodenpersonal eines Gottes, das uns seit 2000 Jahren erklärt, dass nur ihre Religion, nämlich die römisch-katholische, der einzige Weg zum Seelenheil ist und damit alternativlos. Wer bei dem Wort alternativlos an unsere Nachbarmutti denken muss, ja? Oh, der ist jetzt selber schuld und eventuell ein Bildungsferner, ein Russland-Kollaborateur, ein Aluhut, ein Wissenschaftsfeind und eh schon wissen. Hört euch einfach an, was unser Witzekanzler da berauscht öfter von sich gibt. Ja? Tatsache ist, warum reden wir darüber? Es interessiert die Vorbeiziehenden nicht. Das ist Sonntag, der falsche Tag des Herrn. Und sie sind eigentlich viel mehr damit beschäftigt, weiterhin ihrer Bequemlichkeit und ihrem Müßiggang nachzugehen. Alternativlosigkeit hatten wir bei der Impfung, Alternativlosigkeit hatten wir bei der Maske. Und siehe da, im fernen Deutschland ist man jetzt dazu übergegangen, vom Maskengebot zum Maskenverbot zu gehen. Wenn man in Deutschland inzwischen einen Pkw lenkt, als Taxifahrer oder als Privatperson, und noch eine Maske trägt, dann kriegt man jetzt aufgrund des deutschen Kraftfahrgesetzes, der Straßenverkehrsordnung oder was auch immer für einem Reglement, eine Strafe. Das heißt, was die letzten 2,5 Jahre mit Steuergeld zum Füllen der passenden Taschen der passenden Herren durch Umetikettierung wertvoll war, ist jetzt plötzlich ein Delikt. Aber im Schatten des Domes hätte ich gesagt, weiterhin Hände falten, Goschen halten, das hat uns immer weitergebracht. Und natürlich haben wir dabei göttliche Weisheit. Und wenn wir die nicht haben, dann tun wir uns einfach so an Jesus-Krecker eine, tun unsere Sünden beichten und alles ist gut. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Danke. Aber vielleicht... mal nachdenken, was wirklich alles alternativlos ist. Der Mensch hat Verstand bekommen und den hat er nicht bekommen, um ihn nicht zu verwenden. Danke.
verteilt fleißig Unterstützungserklärungen für Wir sind Salzburg. Informationen verlinke ich unter der Videobeschreibung, damit ihr wisst, um was es sich bei Wir sind Salzburg mit Gerhard Bürtler handelt. Weil ich jetzt erst geredet habe davon, beim Kaserhof, wo der da Sebastian Kurz unterkommen ist, wo wir am herzlichsten empfangen haben. Hier, im Festspielhaus, hat mir auch einen herzlichen Empfang bereitet. Und zwar unseren Van der Beid, Van der Bell, meine ich. Videobeschreibung und alles von Ihnen. Spannendes, lustiges Video. Die Informationsblätter werden immer größer. Ja, das war die Kunst aus der 800er Serie. Und ich habe mir gedacht, nachdem wir da zwei Vertreter aus Oberösterreich haben, so nehmen wir ein bisschen hin, wo man ja jetzt quasi vorhat, das Demonstrationsrecht einzuschränken, um die Demokratie zu schützen. Ein Schelm, wer dabei böses denkt. Aber man doch, kann man ja da mal so eine Grenze überschreiten fürs Nachbarbundesland, ein bisschen einen Infotext geben. Ne? Inzwischen bin ich alle losgeworden, du warst der erste da, ich habe rund um die Pferdeschwemme am Kapitelplatz auch ein bisschen Aufklärungsarbeit verteilt, damit die vielen Salzburger Bürger, die sich wundern, warum da so ein Lärm ist, eventuell auch nachlesen können, warum da so ein Lärm ist. Die Schulterklopfen haben wir voll gehört. Das ist auch total wichtig. Bloß keine Aktionen setzen. Von Zeit zu Zeit ein Schulterklopfen reicht völlig.
alle nicht. Unsere Ordner passen auf, dass nichts passiert auf der Straße. Das Eck, die Organisation hat nicht gelitten. Jetzt fangen sich schon die Autos zum Staunen an. Aber diesmal haben sie Glück, weil wir eh gleich wieder in die Getreidegossen einbiegen werden. Bus!
finde es ja so geil, dass die Stadtverwaltung extra solche Flächen installiert, wo man Eigenwerbung betreiben kann. Irgendwas ist da mit den Aufladen schiefgelaufen. Ich habe jetzt nur noch 43% bei meinem letzten Akku. Darum werde ich jetzt einmal die Aufnahme beenden. Falls was Schlimmes passiert, schalte ich sicher wieder zu. Aber am Ende wird es noch Abschlussreden geben und dafür möchte ich mir noch den Strom sparen. Denn ihr wisst ja, Strom ist kostbar und teuer geworden. Wir sind der Valentinus und wir haben eine angemeldete Demo. Wir haben die Route festgelegt beim Herrn Rhein schon bei Dr. Wolf. Haben Sie wohl dabei? Alles gemeldet. Ja, ich glaube, das kommt zu Sport. Wie viele Leute sind es? Es sind ungefähr, ja, wir haben 30 Leute. 30. Okay, ja. Ich glaube, es ist Kassen. Wir haben nämlich ein Schreiben, ja, wo es Kassen hat, dass es eben für den 5. und für den 12. abgesagt ist für die Corona-Demo. Ja, richtig, und wir haben es am Mittwoch bei Herrn Wurf und beim Rheinisch ab wieder angemeldet. Okay, das war's. Ja. Haben Sie zufällig ein Schreiben? Wir haben das Schreiben im Auto drinnen, also ich habe es im Auto drinnen gehabt. Könnten Sie uns das ganz kurz sagen, weil wir haben jetzt gerade Anrufe gekriegt, dass das anscheinend eine unangemeldete Demo. Nein, das ist keine unangemeldete Demo. Damit war das nur kurz fertig. Das ist eine Art, aber der Anruf war so. Warum weiß der Anrufer, dass das eine unangenehme Demonstration ist? Aber Sie könnten ja schnell einmal. Ja, Matthias, wo ist das sonst schnell und wir sind nicht da. Ich hol es jetzt kurz ab und dann sind die auch schon wieder weg. Wenn es dann nochmal wieder gepasst ist. Dann gehen wir wieder zu Westwort, die kämen sich vor. Ja, gut, okay, mach ich auch. So, da wird es abgeklärt, ob das eine gemeldete oder unangemeldete Demonstration ist. In der Zwischenzeit schaue ich euch wieder aus, weil es heißt Stromsparen in unseren heutigen Zeiten. Gleich anmelden! Das ist schon angemeldet. Jetzt sind wir ganz aus dem Rhythmus gekommen. Jetzt hätten wir nicht mehr langkommen. Wir wollen nicht umbrachen, haben die gesagt. Ja, wir haben wir gewöhnt oder haben wir was zu tun gemacht? Wir waren zu laut. Das war das Einzige. Hat es dann aus der Siesta gerissen? Die hätten sich so gefreut, gell? Vor allem da drüben, da war eh nicht mehr was los. Es verzögert sich. Nein, ich muss noch mehr ausschalten. Ich habe echt zu wenig Akku. Scheißdreck.
Freund. Ich hab das jetzt da mitgekriegt. Zum Schluss haben wir jetzt doch noch einen Empfang gehabt. Da war ein Kommunikationsproblem unter der Polizei. Die haben das irgendwie nicht weitergekriegt. Der Matthias ist jetzt gerade dabei und sagt ihnen unsere Genehmigung dieser Demonstration. Und alles gut. Nächste Woche geht's auch wieder weiter. Heute haben wir es da super gehabt. Das war da jetzt lässig. Genau, also die Polizei hat da gar nicht gefehlt. Wir sind da ganz brav, haben wir das gemacht. Das ist auch ohne ihnen gegangen. Also, jetzt haben sie doch noch so einen Aufwand. Mit so vielen Leuten sind sie noch gekommen. Der Sepp sagt, der Verlust von Überstunden und Gefahrenzulage. Ja, bei Demonstranten ja. Ist das gefährlich. Ja. Der Elvis sagt auch noch was. So, nachdem wir jetzt gefühlte 100 Meter Luftlinie vor dem Ziel dann doch noch aufgefallen sind, hat einer unserer lieben Mitbürger scheinbar das Fachwissen gehabt, dass diese Demonstration nicht angemeldet ist. Es ist sehr schön, vor kurzem hatten wir hier noch einen Eislaufplatz, wir hatten hier noch Buntstandeln, da ist bis 22 Uhr am Abend, wenn auch gedämpft, Musik gespielt worden, da haben Betrunkene gegrölt, da hat niemand angerufen, weil das ist Kulturgut, das Meinungsfreiheitsgesetz und das Versammlungsgesetz stört inzwischen in diesem Land einige. Deswegen wäre es vielleicht angebracht, auch nächsten Sonntag wieder ein bisschen Aufklärung zu machen in einem Land, in dem die Bevölkerung tatsächlich nach wie vor zum Telefon greift, in einer Zeit, in der kontaktloses Grüßen und Nachbarn vernadern wieder modern war. Schließlich hat man in diesem Land ja auch geglaubt, dass der Virus um 22 Uhr anders agiert als um 14, 17 oder 18 Uhr. Und man hat ja auch geglaubt, dass man, wenn man 6 Stunden in der Gastronomie hustend, brustend und lachend mit Freunden am Tisch sitzt, man nur gesunde Aerosole ausatmet. Wenn man dann aber aufsteht und das Lokal verlässt oder zur Toilette geht, plötzlich wieder den Tod ausatmet. Also ich denke, es ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und vielleicht ist das dann das nächste Mal auch wieder mit Polizeibegleitung möglich, weil die Herrschaften dann auch intern wissen, was in ihrer Stadt so los ist. Wichtig wäre mir, ich habe inzwischen, während wir diese Pause hatten, ein bisschen Zeit gehabt, ein paar Unterstützungserklärungen von Wir sind Salzburg loszuwerden. Wer die noch nicht hat, ich habe immer noch jede Menge mit, der möge sich dann bei mir melden. Danke fürs Zuhören, einen schönen Sonntag, den Herren von der Exekutive einen ruhigen Dienst. Alles. Ist ja gemein, wenn wer die Polizei ausschließt. Also, wir treffen uns nächsten Sonntag wieder, 14 Uhr, Mozartplatz, wie gehabt. Und wahrscheinlich, ja, wir werden die gleiche Runde wieder gehen. Ich glaube, die war ganz okay. Und vielen Dank an euch alle, gell, für den Einsatz. Einfach super. Ja, Matthias und Matthias. Hoffentlich sehen wir Matthias wieder. Ja, ja. Der ist eingesperrt. Dann gehen wir zu der Polizei.